Hallo und herzlich willkommen hier bei Big Fish Games. Hier bei Cooking Academy 3 Erfolgsrezepte. Du Fischkopf. So. Das ist der Heini. So. Spielen. Wir machen jetzt weiter bei Hühnchengerichte. Heute kommt Hühnerflügel, Check-Hähnchen, so. Und Prüfungen. Hühnerflügel los. Wenn es euch gefällt, macht einen Daumen hoch. Abo freut mich auch. Da, 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 da. Warum werden diese schmackhaften Häppchen in den USA Buffalo Wings genannt, obwohl sie von Hühnern stammen? Der ursprüngliche würzige und butterhaltige Hühnerflügel ist in Buffalo, New York entstanden. Nun nennt man sie deshalb auch einfach nur Wings. Start. Ich füge die Zutaten hinzu. So, wir müssen wieder erkennen. Was ist das? Tomatenmark. Honig. Ja, Chili-Soße. Worcestershire. Was? Okay. Brauner Zucker. Nächstes. Verquirle die Barbecue-Sauce. Oh Gott. Ich hasse das. Okay. Schön im Grünen halten. Na Gott. Oh Gottes Willen. Oh Scheiße. Das waren nur 10 Punkte. Das machen wir nochmal, weil das ist peinlich. So. Nochmal. Ah, komm schon. Geh hoch. Gott, ich hasse es, wenn man das grüne Ding da dahin halten muss. Gott, da krieg ich mal Schüttelfrost. Ja, komm. Komm schon. Hopp. Ja, komm. Oh. Alter. So. Geht doch. Mariniere die Flügel. Put, put, put. So. Schön marinieren. Ding. 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 Und nächstes backe die Flügel auf 375. Wow, wow, wow. So, ist er. Oh, gut. Und das nächste ist verarbeite das Dressing aus Blauschimmelkäse. So, wir müssen Sauerrahm reintun. Was ist das hier? Da. Mayonnaise. Da. Bedecken. Langsam. So. Hinzufügen Wein. Jetzt schnell. Und Blauschimmelkäse. Oh Gott. Aus. Und aufdecken. So. Geht doch. Nächstes ist schneide den Sellerie. Oh Gott. Ah, okay, so. Gut. Das geht ja noch. Nee, geht nicht. So ein Futzel hier. So, nochmal. Und nochmal. Jetzt. Und wie viele Sterne haben wir? Gucken wir mal. Jawohl, 5. Weiter geht's mit Jerk-Hähnchen. Jerk bezeichnet unter anderem eine Form des Grillens aus Jamaika. Dabei wird das Fleisch vor dem Grillen mit einer Trockenmarinade aus Pigment, scharfem Pfeffer und anderen Gewürzen bedeckt. Hacke die Schalotte. So.
Achso. So, nochmal. Und nochmal. Fertig. Und das nächste presse die Limette aus. So. Na komm. So. Jawoll. Ching, ching, Genghis Khan. Na komm. Jawohl. Und das nächste ist, reibe den Ingwer. Ich liebe diese Reibe. Jawohl. Und das nächste, würfle die Jalapeno. Oh Gott. Einmal um. Aushöhlen. Achso. Oh Gott, das muss ich auch noch von links nach rechts machen. So. Jawohl. Für Dick. Und schneide das Huhn. Was war das? Ich hab grad Dick gehört. Okay, ich halluziniere schon. Hab ich's auch gehört? Nee. Ich höre die Geister, die mich riefen. Ja. Weiter. Neue Zutaten hinzu. Feindlich. Sojasauce. Jalapeno. Limettensaft. Ingwer. Schalotte. Nächstes würze das Jerkhähnchen. Oh Gott. Ich bitte nicht wieder. Ich hasse Merken. Das ist auch noch mal 4. Also das da, das da, das und das. Okay, das passt schon mal. Weiter. Okay, das bleibt erstmal bei 4. Okay, nächstes auch Bossen. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, das ist. Das war's, oder? Oh, Alter. Okay. Puh. Knete das Huhn. Oh, jetzt kriegt das Huhn auch eine Massage. Geil. Eine Thai-Massage. Alter Thomas. Na komm, dreh dich. Runter. Z. Na. Hallo. Wieder nicht. Also. Rund. Runter. Okay. Nächstes. Grillen. Oh Gott, ich hasse Grillen. Ist immer so ein Gefitzel hier. Und, jetzt. Wow, 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 wow
Oh Gott. Ich weiß nicht, irgendjemand lacht mich hier aus. Irgendjemand. Obwohl hier keiner im Raum ist. Komisch, ne? Rüber umdrehen, hallo? Jetzt. So, und wie viel? Wie viel Sterne? Fünf, jawohl. Glückwunsch, du hältst Gold für 4 erreichte Sterne für alle Huhnrezepten. Ich wette, du bist stolz. Ja, bin ich. Aber du kannst das Nest erst nach diesen Prüfungen verlassen. So, backe Waffeln. Stelle Hähnchenpasteten her. Mariniere Hähnchen. Würze Jack-Hähnchen. So, backen wir Waffeln. Und heute eine Waffel. So. Oh Gott. Es geht hier ab. Ja, düdüd. Sieht witzig aus. So, hoch. Runter, nicht hoch. Ich muss 4 schaffen. Und weg. So. Ich muss 4 schaffen. 4. Halama. So. Es raucht aus dem Waffeleisen. Es wurden neue Pups gewählt. Und rüber. Es wurde eine neue Waffe gewählt. So. Runter. Oh, ich hab's schon geschafft, ne? So. Ich bin Epidem. So. Und Zeit um. Ey, Zeit um. Alle 5. Stelle Hähnchenpasteten her. Los geht's. Mein Arm juckt. So. Reinschütten. Oh ne, tut mir das nicht an jetzt. Aber gut. So, eins haben wir schon mal. Rüber. Hatta! So. Drumherum. Für die Bomben. Schneiden. Zack. Haben wir schon mal. Und drücken. Und rüber. Und. Zack. Genau. So. Eine noch. Reindrücken. Reinschütten. Zudecken. Darauf drücken. Das sag ich auch immer, wenn ich im Bett bin. Oh. Schneiden. Drücken. Einfüllen. Drauf drücken. Außenrum. Schneiden. Hatschaka. So. 5 haben wir. So. Auch wieder 5 Sterne und weiter mariniere Hähnchen. 10 Stück. Ich liebe Hähnchenschenkel, will ich auch mal wieder essen. Achso, schneiden. Oh Gott. Eins haben wir schon mal. So, schneiden. Schneiden. Und marinieren. Schön marinieren, jawohl. Jawohl. Und marinieren, schon ein Pinsel hier. Ich bin hier Van Gogh da. Der Van Gogh der Hühner. So, weiter. Ich bin Checker Thomas, hab's gecheckt. So. Ich bin Menowin. So. Peinlich. So. Einfach. Zeit um. Weiter. Würze Jack-Hähnchen. Oh, das muss ich auch noch machen. Oh Gott. So. Desta, Pfeffer, Salz. Desta und Desta. Nächste Runde. Welches Döschen hätten Sie gern? Das da. Das da. Das da. Das da. Da. Aufpassen.
geht ja noch. Jawohl. So, das da. Und das. Und das. Und das. Und nächstes. So, nächste Runde. Aufpassen. So. Und nächste Runde, Malaga. Zeug, Pfeffer, irgendwas, Paprika. Ja, 7 Runden haben wir geschafft, cool. Ja, mach rum jetzt. So. Und. Bitte? Ja, ich habe Rindfleischgerichte freigeschalten. Na hallo, ich bin Rutentender. Ich habe gehört, dass du mehr darüber erfahren möchtest, welches Geschmackserlebnis ein Stück erstklassiges Steak bringt. Dann bist du an der richtigen Stelle. Mein Spezialgebiet. Dein Kochbuch vervollständigen wie im Du. So. Hier gibt es Corned Beef, gegrillte Rippchen, Hackbraten, Bibimbap, Watt, Donutburger, Pfeffersteak. Und Filet Wellington, was ist bitte Bibimbap? So. Ja, das googeln wir das nächste Mal. Jetzt machen wir nochmal Corned Beef und dann war's das wieder. Und dann überlegen wir alle, was Bibimbap ist. Corned Beef enthält nicht wirklich Korn. Der Name kommt stattdessen von den Salzkörnern, die ursprünglich für die Herstellung genutzt werden. Da Salz ein starkes und aktives Konservierungsmittel ist, kommt Corned Beef in vielen alten Kulturen vor, die auf Salz vertrauten, um die Haltbarkeit von Speisen zu verlängern. Schäle die Karotte. Schäle die Karotte. So, schön hier die Haut weg. So. Ich stelle hier. Jawohl. Fertig. Wie ein gutes Steak. Spitzenklasse. Nächstes. Schneide die Karotte. Machen wir jetzt Möhrensuppe oder wie? Oh, das auch noch. 1000 Mal die machen. Oh. Na gut. Das ist immer noch besser als wir hacken. Ich komme mir vor wie bei Mozart hier. Wie bei Lava liegt da lecker. Oh, noch einen. Nächstes, schäle die Kartoffel. Oh. Gut, schäle mal die Kartoffel noch. Ich liebe Kartoffeln, weil es Pommes gibt. Ich liebe Pommes. Es gibt nichts, was ich nicht liebe. Doch, Baggers. Die hasse ich. Also auf Deutsch, wie heißen die? Wie heißen Baggers nochmal? Ach, helf mir doch. Gleich fällt's mir ein. Baggers ist auf Hochdeutsch. Irgendwann setz mal ein. Ja. Schneide die Kartoffel. Reibekuchen, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst schon, Kartoffeln Dingensbumster. Wie heißt das? Kartoffel da durch den Fleischwolf da gedreht und dann gebraten. Oh. Ich glaube, das heißt Reibekuchen. Ich weiß nicht. Irgend so. Wie viele Kartoffeln kommen da nur? Jetzt das. So, muss jetzt wieder was schälen oder so? Oder war's das jetzt mal? Ja, schneide die Zwiebel. Ich hab's gewusst. Ich hasse Zwiebeln. Es knackt das Bett hinter mir. Och. So, noch eine.
So, fertig. Nächstes. Noch was schneiden, wenn ich schon dabei bin. Koche das Corned Beef. Ah ja, okay. Okay, hinzu Salz. Und Wasser. Hohe Hitze. Bedecken. Das war zu früh. Kaum Hitze. Aufdecken. Eine Karotte. Eine Kartoffel. Eine Zwiebel. Etwas Pfeffer. Dann rühren wir ein bisschen um. Dann werden wir jetzt den Deckel drauf tun. Dann werden wir den Deckel wieder runter tun. Wir werden umrühren. Wir werden ausschalten. Okay, das haben wir verkraften können. Finde das Corned Beef Watt. Wie soll ich es bitte finden? Achso, ich muss jetzt hier rumtun. Oh Gott. Wo ist denn? Da ist es. Wo ist es denn? Da ist es. Okay. Und jetzt? Wie viele Sterne? Gütesiegel 1A. Weiter. So, beim nächsten Mal seht ihr gegrillte Rippchen, Hackbraten und Bibimbap. Ja, geiler Name. So. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier beim Emo-Spezial. Nein, Cookie Academy. Bis dann. Tschüss.